Prostatakrebs ist die zweithäufigst auftretende Krebserkrankung bei Männern. In den nächsten Minuten werden wir die LDR-Brachytherapie als Therapieoption von Prostatakrebs vorstellen und wollen damit Betroffenen die Übersicht über mögliche Behandlungen erleichtern. Die Prostata ist eine Drüse innerhalb des männlichen Fortpflanzungssystems. Bei vielen Männern ab 45 Jahren beginnt die Prostata auf gesunde Weise zu wachsen. Dieses als prostatische Hyperplasie bezeichnete Wachstum ist unbedenklich, kann allerdings frühzeitig Beschwerden beim Wasserlassen verursachen. Problematischer dagegen ist die Ausbildung eines Krebstumors. Diese Veränderung der Zellstruktur verursacht erst zu einem späten Zeitpunkt im Krankheitsverlauf Beschwerden, aber ist immer von bösartiger Natur mit hohen Risiken für den Patienten. Daraus ergibt sich eine hohe Bedeutung für die konsequente Vorsorge zur Früherkennung. Ist der Tumor als klinisch signifikant einzustufen, sollte zeitnah eine Behandlung erfolgen. Die Behandlung des Prostatatumors hängt wesentlich davon ab, wie weit der Tumor bei seiner Entdeckung fortgeschritten ist. Je nach PSA, Gleason und Tastbefund liegt ein günstiges, mittleres oder hohes Primärstadium vor. Folgende Behandlungsmethoden werden empfohlen: die aktive Überwachung des Fortschreitens der Erkrankung, die operative Entfernung der Prostata, Prostatektomie, die Strahlentherapie, die als externe Strahlentherapie und interne Brachytherapie erbracht werden kann. Im Folgenden werden wir die LDR-Brachytherapie genauer betrachten. Brachy bedeutet nah und bezieht sich auf die geringe Strecke zwischen der Strahlenquelle und dem Tumorgewebe. Die Strahlungsquellen werden direkt am oder im Tumor angewendet, wodurch eine hohe Dosis an den Tumor abgegeben und das benachbarte, gesunde Gewebe zugleich geschont werden kann. Bei der LDR-Brachytherapie werden kleine radioaktive Quellen, genannt SEED, in die Prostata und damit direkt in den Tumor permanent implantiert. Anders als bei der nerverhaltenen Operation ist bei dieser Vorgehensweise auch die Behandlung der Umgebung der Prostata sehr einfach durchführbar und ermöglicht dadurch eine deutliche Verbesserung der Heilungschancen. Krebszellen reagieren empfindlicher als gesunde Zellen auf Radioaktivität und können durch die Strahlenbelastung abgetötet werden. Für die SEEDs wird überwiegend das Isotop Jod-125 verwendet. Es hat eine kurze Halbwertszeit und gibt die Strahlung in niedrigen Dosen zeitlich sehr begrenzt an das umliegende Gewebe ab. Durch eine gezielte Platzierung der SEEDs kann die gesamte Drüse mit der gewünschten Strahlendosis abgedeckt werden. Die genaue Berechnung der Dosisverteilung wird dabei mit einem speziellen Planungssystem durchgeführt. Die Berechnung erlaubt die Behandlung der Prostata bei maximaler Schonung von Harnröhre, Harnblase und Enddarm. Im Folgenden wollen wir den Ablauf einer SEED-Implantation genauer betrachten. Nach Einleitung der Vollnarkose und rektaler Einführung einer Ultraschallsonde erfolgt die Platzierung von zwei Fixationsnadeln, um die Prostata für die Behandlung in der gewünschten Position zu stabilisieren. Danach wird die Prostata und das umliegende Gewebe mittels Sonde schichtartig aufgezeichnet. Mithilfe der Ultraschallbilder kann der Arzt eine genaue Konturierung der Prostata und umliegender Region vornehmen. Anhand der ermittelten Größe und Form der Prostata sowie benachbarter Organe kann der Arzt nun unter Zuhilfenahme des Therapieplanungssystems die exakte Anzahl der benötigten SEEDs und ihre optimalen Position innerhalb der Prostata berechnen. Gemäß des aufgestellten Behandlungsplans werden anschließend SEED-Ketten, miteinander verknüpfte SEEDs, vorbereitet und in Implantationsnadeln überführt. Die hierbei auftretende Strahlenbelastung für das medizinische Personal ist gering. Der Arzt führt die Implantationsnadeln mittels einer Führungshilfe, genannt Template Grid, in die Prostata ein und legt durch diese die SEED-Kette ab. Die genaue Positionierung der SEEDs wird simultan mit Hilfe von Ultraschall und gegebenenfalls Fluoroskopie überwacht. Die empfohlene Verschreibungsdosis von 145 Gray wird präzise innerhalb und mit einem Sicherheitssaum um die Prostata platziert. Das Risiko einer Migration der SEEDs kann durch den Einsatz von SEED-Ketten auf ein Minimum reduziert werden. Die komplette Behandlungsdauer beträgt ca. 50 bis 70 Minuten. Der Patient kann bereits am Tag der Behandlung oder am Folgetag vollständig mobil entlassen werden. Neben der Dauer des Eingriffs ist auch die Zeit der notwendigen Regeneration mit 5 bis 6 Tagen überschaubar.
Die Strahlenbelastung für Angehörige des Patienten nach dem Eingriff ist unbedenklich. In etwa entspricht sie der Strahlenbelastung, die ein Mensch von einem Flug von Berlin nach New York erfährt. Nach 4 bis 6 Wochen erfolgt die Qualitätssicherung des Implantates. In einem CT oder MRT wird die zusätzlich applizierte Dosis in der Prostata und den Risikoorganen bewertet. Neben der Prüfung des PSA-Verlaufs werden in einer regelmäßigen Nachsorge auch mögliche Nebenwirkungen und deren Behandlung besprochen. Die Intensität möglicher Nebenwirkungen ist seit Jahren Bestandteil wissenschaftlicher Untersuchungen. Dabei zeigt sich, dass negative Beeinträchtigungen bei der LDR-Brachytherapie sehr moderat ausfallen. Der Heilungserfolg der Behandlung ist ebenfalls durch eine Vielzahl klinischer Daten belegt. Anhand des PSA-Verlaufs konnte für eine große Mehrheit der behandelten Patienten ein Überleben ohne Tumorwachstum nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der dargestellten Studie legen nahe, dass die Brachytherapie in Bezug auf die erfolgreiche Behandlung des Tumors anderen Therapieoptionen überlegen ist. Für das hohe Risiko hat sich die Kombination der Brachytherapie mit der externen Strahlentherapie nachweislich als internationaler Standard etabliert. Mit Blick auf aktuelle Entwicklungen ist erkennbar, dass verbesserte Diagnostik zu einer wesentlich früheren und zuverlässigen Erkennung eines Prostatatumors führen wird und damit einen punktuellen Einsatz der Strahlung erlaubt. Dabei wird nur der betroffene Bereich effektiv behandelt und nicht tumorbetroffenes Gewebe umfänglich geschont. Fassen wir die Vorteile der LDR-Brachytherapie zusammen. Ein einmaliger, schonender, minimalinvasiver Eingriff. Einsatz von moderner Diagnostik und hochwertiger Technologie. Die geringe Reichweite der Radioaktivität ermöglicht eine hohe Dosis in der Prostata und eine geringe Strahlenbelastung für angrenzende Organe. Eine kurze Narkose und eine schnelle körperliche Genesung nach dem Eingriff. Hohe Heilungschancen. Aufrechterhaltung der Lebensqualität dank moderater Nebenwirkungen. Minimale Strahlenbelastung für durchführende Mediziner und Angehörige. Die LDR wird als Therapieoption in den Leitlinien unterschiedlicher Verbände empfohlen. Europäische Gesellschaft der Urologie, National Comprehensive Cancer Network, Deutsche Gesellschaft für Urologie, Europäische Gesellschaft für Strahlentherapie und Onkologie. Gerne erteilen wir Ihnen eine Auskunft über die Durchführung der LDR-Brachytherapie in Ihrer Nähe. Weitere Informationen über die Therapieform stellen wir Ihnen ebenfalls gerne am Telefon oder per E-Mail zur Verfügung.